Hallo Leute und willkommen zurück hier bei Prison Architect und schön, dass du wieder dabei bist. Wir werden heute diesen Trakt hier erweitern, das heißt eine höchste Sicherheit. Die haben schon Hof bekommen und haben ihn natürlich direkt mal eingenommen und freuen sich ja anscheinend hier wie die... Oh, wie freut man sich denn? Wahnsinnig freuen die sich auf jeden Fall und ja, sieht hier, pass auf, wir schauen hier rein, Informationen... Und sehen, die haben den direkt mal eingenommen. Ja. Jetzt könnten wir ihn theoretisch räumen. Ich habe jetzt erstmal Wachen zugewiesen, dass die jetzt da schön reingehen und das Ding wieder zurückerobern. Das ist das Problem ist immer, dass wenn man Räume hat, die für alle sozusagen offen sind, dann gehen auch alle Bandenmitglieder rein. Ja, dann hat man wahnsinnig viele Bandenmitglieder und das Ding ist direkt mal verloren. Wir schauen jetzt, ob hier einer dabei ist, der runter kann und das... Ist hier er hier? Er darf. Also genehmigen wir das natürlich, dass der in die hohe Sicherheit darf. Und wir werden die Zellen nochmal aufmachen in der Zeit. Also die Einlieferung nochmal öffnen mit voller Belegung. Für die höchste und die niedrige und die normale Sicherheit. In der Zeit werden wir schauen, was wir für die Jungs hier noch tun können. Ja, es ist wieder mal die Kleidung. Warum auch immer. Das mit der Kleidung ist echt schwierig. Denn, ja, hier liegt eigentlich genug Kleidung rum. Die haben hier Kleidung drin. Ja, wenn ich hier mir die Logistik anschaue. Gefängnisarbeit ist okay. Verteilung Nutzpflanzen, das ist der Wäscheraum und der ist jetzt nur für die hier zuständig und schafft das anscheinend nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, warum das so sein soll. Ja, aber wie ich ja gehört habe, gibt es gerade eine Beta, ich habe keine Ahnung für was. Wer des Englischen mächtig ist, kann sich da gerne bewerben und da ein bisschen denen helfen. Bei was auch immer, weil ich ja nicht weiß, um was es geht. Aber ihr werdet es vielleicht wissen. Schreibt auch mir das in die Kommentare. So, dann werden wir sie ein bisschen schicker machen für die. Ist die Frage, sollen wir nochmal so einen Trakt bauen? Ja. Ja. Machen wir. Bauen wir den einfach nochmal einen Trakt. Das hat schon mal hier Essig mit irgendwas anderem machen, denn so einen Trakt bauen kostet viel Zeit und Ressourcen. Wie viel können wir denn da mitnehmen? Können wir das auch gleich mitnehmen oder? Okay. Wie weit können wir denn da hoch? Wenn wir den ganzen Block hier mitnehmen. Wenn dann laufender Aufstand, das juckt uns aber relativ wenig. Dann könnten wir einfach hier daneben sitzen. Doch schön. Machen wir das doch so. Setzen wir daneben. Aufstand ist schon wieder beendet. Sehr schön. Und dann bauen wir noch ein paar Wege. Und zwar Betonplatten. Hier kommen Betonplatten hin. Dann führen wir den Weg hier weiter. Und hier kommen Betonplatten hin. Bis hinunter. Auf jeden Fall viel Holz. Dann brauchen wir natürlich Gehwegplatten. Ja, auch bis hoch. Gehwegplatten haben wir ja schon und dann hier noch Betonplatten haben wir die. Ja, die haben wir auch. So, und da wir eigentlich genug Strom haben, das hat jetzt lustigerweise nicht dupliziert. Okay. Hat wohl zu einer anderen Kategorie. Machen wir das. Zumindest machen wir hier ein großes Rohr und dann legen wir noch die ganze Versorgung jetzt. Und schauen wir mal, Versorgung hier runter. Von oben, von unten nach oben. Also von unten nach oben. So. Ja, korrekt. Dann Rohre. Jetzt geht's los. Kleine Rohre. Erstmal Warmwasser.
Wasser muss bis hier, Warmwasser muss bis hier und dann ab nach oben. Bis hier. Ab nach unten. Wie hier. Mal nach oben. Bleib bis hier hin. Ja, Autospeicherung immer drauf achten. So. Und dann Kaltwasser. Ich glaube, das ziehe ich jetzt einfach komplett durch. Ist ganz nach oben. Und hier bis ganz nach unten. So, damit hätten wir dann die neuen, ja, zwei neue Trakte. Och, du Schande. Ich glaube, das ist schwierig. Der Wechsel hier ist sehr schwierig. Die brauchen definitiv eine eigene Kantine. Uiuiui, das ist nicht schön. Die brauchen hier eine eigene Kantine. Alle am besten. 13 Tote, das ist natürlich... Geht ja gar nicht. So, hier wird auch schon wieder gefeiert. Oder wir brauchen einfach mehr... Tja, müssen wir ein bisschen auf die Sicherheit wieder schauen. Wir haben ja die Einlieferung. Problematische Ereignisse wie Aufstände und Streiks blockieren normalerweise die Häftlingseinlieferung bis zum draufliegenden Tag. Keinen Sinn. Ich wäre es gut, wenn die nachts kommen, oder? Hätte man nicht immer so ein... Klar, die haben Sicherheitsproblem. Ja, was machen wir mit den Kantinen? Habe ich das jetzt hier direkt dran gebaut? Ohne meinen Viererweg? Ich bin ja ein ganz schön kluger Kerl. So, mache ich alles weg. Alles weg. Außer die großen Rohre, die lasse ich jetzt. So, das war jetzt natürlich... Ja, kann man machen, muss man nicht. Ja, würde ich euch nicht empfehlen, sowas. Gut, jetzt machen wir es so, ziehen wir es bis hier hoch. Dann gehen wir nochmal hier ins schnelle Bauen. Mann, das war jetzt sehr heldenhaft. Ich will schon meine Grenzen hier wahren. So ist es jetzt aber korrekt, oder? Ja. Mann. Oh Mann. Okay, Böden. Wir schauen nochmal nach den Böden erstmal. Erstmal hier die Betonplatten. Gehwegplatten haben wir hier, das passt ja. Gehwegplatten. Ne, nicht Betonplatten, Mensch. Jetzt geht's aber richtig los, ey. Gehwegplatten. Gehwegplatten nach oben. So. Dann haben wir Betonplatten. Gehwegplatten. Über. Also hier eine Gehwegplatte bis hierhin und Betonplatte hier. Hier ist alles Gehwegplatte hier hinunter. So ist es richtig und dann nochmal Betonplatte hier hoch.
Nein, hier brauchen wir eine Geodkarte hin. Na, Gehweg, Mensch. Ja, was ist denn los? Also heute bin ich nicht zurechnungsfähig, ich sehe das schon. Ich sollte heute kein Gefängnis mehr leiten. So, Gehwegplatten. Jetzt aber. Gehwegplatten nach oben. So. So, dann machen wir hier auch gleich den Einsatz. Die Einsatzplanung, Patrouille. Zwar hier rüber. Hier runter. Hier rüber. Und zwar Hunde. Ein Hund. So, jetzt aber. Jetzt sollte es stimmen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt haben wir ja genug Chaos gemacht. Genau, das bedeutet, alle sollten eine eigene Kantine haben. Was wir jetzt natürlich erstmal machen können, ist hier einfach nochmal eine Kantine hinflitzen. Wäre eigentlich okay. Also wir nehmen jetzt einfach hier diese Kantine. Schnell bauen, klonen. Diese Kantine hier zum Beispiel. Und setzen die hier oben hin. Und zwar andersherum. Dann haben wir da zwar kein Außenfenster, das macht aber nichts. Brauchen wir natürlich dafür auch Strom. Und dann hätten wir eine weitere Kantine und die weitere Kantine könnten wir dann für eine andere Gruppe speziell benutzen. Zum Beispiel die höchste Sicherheit. Wären die schon mal entlastet? Wir müssen ja schon gucken, dass wir in der Nähe der Küche sind. Ja, und wenn wir den Wäscheraum hier zum Beispiel verlegen, ist der größer als der? Ja. Weiß ich nicht. Wollen wir es uns anschauen, gucken wir es uns an. Der hat einen 16 auf 12. 12, der hier. Auch 16. Okay. Passt. So, wenn wir uns den Strom anschauen, wir schauen uns jetzt mal den Strom an, wie unsere Auslastung hier ist. Wir haben immer noch Überhang, also auch nachts sogar. Das sind jetzt gerade die Windräder, die laufen. Noch, wir haben ja hier das Ding hier noch nicht fertig. Schauen wir hier mal noch die Versorgung. Wir haben jetzt hier gar nicht unsere neue Versorgung gelegt. So, eine Kaltwasserrohre. Natürlich durch. Auch hinunter. Und hier ist jetzt die Frage, wo ist jetzt unser Boiler? Hier hin. Und dann müssen wir halt unser Warmwasser hier noch ziehen. So. Runter, dann kriegen die warm, schön kuschelig. Hier hoch, auch schön kuschelig. Hier hoch, schön kuschelig. Runter, schön kuschelig. So. Eieiei, hier geht's ja. Oh Gott. Was ist denn hier los? Ach, laufen Aufstand, okay.
Ein Todesfall, ja, das geht ja noch. Ich habe ja nur Aufstände, hä? Und nochmal ein Aufstand. Also nach dem Aufstand ein Aufstand. Da es nicht genug ist wahrscheinlich. Oder wie? Das wird ja noch interessant, Leute. Ja, wir versuchen es ja schon zu entschärfen, ne? Ach, wir haben offen gelassen. Wir schließen das jetzt mal. Nicht mehr so ganz so viele, die reinkommen. Irgendwie möchte ich die Kantine ja noch fertig bekommen. Weiß ich nicht, ob wir es heute noch schaffen, die Kantine. Aber wir sollten ja auch gucken, dass hier irgendwie mal wieder. Gott, das werden ja klar. Ja, ich meine, die kommen jetzt auch immer sehr spät zum Essen, ne? Dadurch, dass hier dieses Ding hier ist. Jetzt mit unserem Personal aus. Eigentlich okay. Wie gesagt, ich check schon wieder nicht, warum die wieder mal keine Kleider haben. Das ist ja. Habe ich hier irgendwie Einsatz? Nee, da ist nichts begrenzt. Nichts begrenzt, also sollte gut funktionieren eigentlich. Verstehe ich nicht. Aber egal. Ist wie es ist. Gucken uns mal die Schlange an der LKWs. Kommen auch die ganzen Häftlinge jetzt zusätzlich. Weil wir noch nicht genug Stress haben. Doch, dies ja geht. Ist nicht mal bis oben. Muss man auch eine Wache kommen und Lust haben. Also was ich auch noch eine Idee hätte, wäre, wenn ich mir das gerade so ansehe im Personal, also im Personal Pausenraum zum Beispiel hier auf die andere Seite noch zu setzen. Also dann nochmal so eine Kantine vielleicht oder so ein Personalraum definitiv. Denn den brauchen die ja doch ziemlich oft und die sind sehr müde oft und wollen einfach eine Pause machen. Und das können die halt im Pausenraum am besten. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber wir sind jetzt hier gerade so im Bauen schon wieder, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht wieder voll bauen und dann hier einfach gar nichts mehr geht, so wie so oft. Ja, also hier zum Beispiel, dass jetzt erstmal die ganzen Gefangenen, wo jetzt da draußen rumstehen, die müssen ja irgendwann mal rein. Ja, und dass meine 150 oder knapp 200 Leute nicht reichen, das alles unter Kontrolle zu halten. Das heißt jetzt auch noch keiner in der Rezeption. Ne? Der nutzt jetzt den Komfort der Rezeption. Ja, würde ich auch so machen. Ja, und dass wir auch hier die Schule können wir auch noch erweitern, also die Unterrichtsräume. Dass wir auch in der Allgemeinbildung vielleicht noch ein bisschen mehr haben. Da können wir mal reinschauen in die Allgemeinbildung. Also in die Programme Allgemeinbildung. Das ist die Tischlerlehre. Da sind gar nicht so viele. In der Verhaltenstherapie gibt es keinen Lehrer. Okay, das bedeutet, wir haben einen Psychologen verloren.
Der müsste ja denn hier eigentlich genau. Der müsste hier sein, da fehlt einer. Das heißt, ich brauche hier einen neuen. Quatsch, kein Psychologen. Ich glaube, ich den hier eingestellt. Den will ich gar nicht. nicht den Psychiater, ich brauche einen Psychologen. So. Dass das Programm auch wieder läuft. Und dann haben wir, dass die ein bisschen aggressionstechnisch hier mal wieder ein bisschen runterkommen hier. Okay, also viele sind es auch nicht. Pharma, das ist auch okay. Gruppentherapie, Alkohol, das ist auch okay. Taser-Ausbildung sowieso. Wir wollen aber mal ganz hinunterschauen. Nur Blumentherapie, da freuen sich alle. Konfliktbewältigung. So eine Sache. So, oh, oh Gott. Psychologe im Unterrichtsraum. Ein Terminplatz. Das wären so Sachen. Das ist im Unterrichtsraum, da bräuchte ich mehr Unterrichtsräume. Ja, sowas zum Beispiel. Also Pläne gibt es eigentlich genug. Aber man muss nur immer schauen, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Und ich würde sagen, mit unserem neuen Trakt für die höchste Sicherheit und hier unserem schönen neuen Hof, der nicht mehr von denen kontrolliert wird. Sehr schön. Hier auch nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Der wird sogar von uns kontrolliert. Verabschiede ich mich. Lasst den laufenden Aufstand Aufstand sein. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.